Werner, wie ist es dazu gekommen, dass du dieses Buch Näher, schöner, weiter, wie die Freude am Glauben bleibt, geschrieben hast? Da gibt es für mich zwei Gründe zu erzählen. Der erste Grund ist, vor 10 Jahren habe ich meinen 30. Geburtstag sozusagen als Christ gefeiert. Das heißt, jetzt vor 40 Jahren, seitdem folge ich Jesus nach. Und vor 10 Jahren habe ich mir überlegt, bin ich noch der gleiche Christ wie die Jahrzehnte vorher? Was hat sich verändert? Bin ich lau geworden? Habe ich noch das gleiche Feuer oder ein anderes Feuer? Und in diesem Nachdenken kam ich auf die Idee, in Gemeinden Seminare anzubieten und nur Leute einzuladen, die schon so einige Jahrzehnte hinter sich hatten als Christ. Und es war eine gute Zeit und wir haben gemeinsame Themen gefunden, die dann auch in dem Buch sozusagen aufgenommen werden konnten. Und der zweite Anlass? Der zweite Anlass war der Verlag, der SCM Verlag, der hat mich konkret angefragt, ob ich dieses Buch schreiben möchte. Und es war gut so, denn es war in einer Zeit, wo ich eigentlich keine Bücher mehr schreiben wollte. Ich brauchte so diesen Kick und es hat eine Riesenfreude gemacht, zusammen mit dem Verlag das Buch zu produzieren. Du hast gerade gesagt, dass ihr in den Seminaren viele gemeinsame Schwerpunkte gefunden habt. Was waren das für Schwerpunkte? Sind die auch in dem Buch dann aufgezeichnet? Ja klar, also eines der Hauptschwerpunkte war immer diese Frage, was ist diese erste Liebe? So wie es in der Offenbarung heißt, zurück zur ersten Liebe. Es war eine verbreitete Sorge, habe ich diese erste Liebe noch? Und dann hat sich herauskristallisiert, eigentlich ist keiner der gleiche Christ geblieben wie Jahrzehnte vorher. Das heißt, wir scheinen uns entwickelt zu haben. Und ich habe dann ein 3-Abschnitten-Modell entwickelt. So die erste Phase, 7 bis 10 Jahre. Die sind meistens auch recht begeisternd und wir sind sehr motiviert. Und das wird dann abgelöst von einer scheinbaren Verflachung. Und wieder so 7 bis 10 Jahre. Und dann gibt es einen dritten Abschnitt, wo es plötzlich nochmal ein Neuaufbruch zu mehr Tiefe geht. Du hast jetzt gerade gesagt, scheinbare Ja. Verflachung. Scheinbar, weil es eigentlich keine Verflachung ist, aber es fühlt sich halt so an, weil diese anfängliche Begeisterung nicht mehr so selbstverständlich ist und sich diese Aufgaben, die sich da stellen, menschliche Grundaufgaben der Beziehungskompetenz, Konflikte zu lösen, Beziehungen aufzubauen, Nein zu sagen, das spielt sich dann mehr im Alltag ab, im Beruf, in der Familie als in der Gemeinde und das ist manchmal auch recht anstrengend. Und so erlebt man das so als einen Wechsel hin und ja, die Emotionalität ist nicht mehr so, es ist wie eine Verflachung. Aber es ist keine Verflachung, sondern es ist eine wichtige Zeit, glaube ich, wo Gott uns trainiert für die große Aufgabe unseres Glaubens, für die Liebe. Denn ohne diese Grundkompetenzen wird es schwer fallen. Und dann natürlich mit Unterstützung durch den Heiligen Geist wird es schwer fallen, wirklich ein liebender Mensch zu werden. Das ist ja unsere große Aufgabe. Ich habe in einer Besprechung des Buches von jemandem gelesen, es ist faszinierend, dass das Leben mit Gott immer wieder erfrischend anders ist und Neues bereithält. Das scheint ja irgendwie ein verbreitetes Bedürfnis zu treffen, dieser Wunsch, immer wieder von Neuem staunen zu können und sich wieder am eigenen Glauben zu begeistern und die Schätze zu heben. Was waren denn für dich in dem Buch solche neuen Schätze? Gut, bevor ich darauf eingehe, möchte ich schon sagen, es geht nicht immer nur darum, wir brauchen was Neues. Ja? Und immer was Neues, damit wir irgendwie eine Emotionalität halten. Zuerst geht es einmal, die alten Schätze wieder neu zu entdecken. Sie sind vielleicht vergraben worden, sie sind verstaubt. Ich denke jetzt an das Bibellesen. Wenn ich heute in der Bibel lese, kann ich es nicht mehr vergleichen mit meinem Bibelstudium vor 30, 40 Jahren. Manchmal genügt mir ein Satz oder ein Abschnitt. Und ich bleibe dran hängen und ich kau dann für mehrere Stunden oder vielleicht sogar Tage und das genügt mir. Und dann denke ich mir, eigentlich habe ich den noch nie gelesen, aber wenn ich ihn schon oft gelesen habe, dann habe ich ihn wirklich verstanden. Also das ist anders und das gilt auch für die Gemeinschaft mit Geschwistern, das gilt fürs Gebetsleben. Also die alten Schätze neu aufleben lassen. Aber es gibt wirklich neue Schätze. Zum Beispiel das Thema Weisheit. Ich kann mich nicht erinnern, in den ersten Jahrzehnten mal was über Weisheit gehört zu haben, eine Predigt darüber gehört zu haben, obwohl es ein durchgängiges biblisches Thema ist. Und wir brauchen natürlich Weisheit oder Ermutigung, andere zu ermutigen.
Und dann natürlich wieder das Thema Liebe, die Liebe zu Gott. Also das ganz neu zu entdecken, nicht nur ich bin geliebt, das hat uns vielleicht im ersten Abschnitt begeistert, nicht nur andere zu lieben, das ist im zweiten Abschnitt, sondern jetzt Gott zu lieben. Es kommt zuallererst auf die Liebe an. Vielen Dank, Werner. Ich bin froh, dass du dieses Buch doch noch geschrieben hast, das uns Mut macht, uns auf Schatzsuche zu begeben und wirklich Schätze zu finden. Danke. Danke, Monika.